Leute, herzlich willkommen zu The Fischer Online. Wir befinden uns hier zwischen Berlin und Cottbus am Briesener See und hier startet das Game The Fischer Online. Hier startet man seine Angelkarriere. Und was genau und wie genau man hier startet, das zeige ich dir jetzt. Also ihr Lieben, wie gesagt, wir befinden uns hier am Briesener See, dem Originalgewässer, ja ich sag mal, schon ganz vernünftig nachempfunden. Optisch wahnsinnig gut umgesetzt. Ich finde, die Farbverläufe sind richtig gut gemacht. Später im Tag sieht man auch noch, wie sich der Himmel verändert. Der Regeneffekt im Game ist sehr, sehr gut gemacht. Also es gibt viele Kleinigkeiten, die jetzt schon richtig Spaß machen. Das Game an sich befindet sich noch in der, ja eigentlich in der Pre-Early Access Variante. Es ist noch nicht auf dem Markt. Geplant ist Ende des Jahres, also ich sag mal Herbst bis Dezember sozusagen, dass es dann auf den Markt kommt, das Game. Es gibt jetzt schon das Spiel quasi auf Steam. Man kann es schon auf Steam finden. Und ja, man kann auch da schon natürlich sich da im Forum anmelden und sich da drüber austauschen. Es wird demnächst, wird es auch noch weitere Game Keys geben. Also es soll weitere Game Keys geben für Tester, dass man das ein wenig auf Herz und Nieren testet, das Game. Denn es hat tatsächlich noch die ein oder andere kleine Macke. Es finden sich immer wieder kleine Bugs. Ja, aber es ist, glaube ich, im Großen und Ganzen schon echt weit. Immer dran denken, Leute, es ist eine Person, die das ganze Game entwickelt hat bisher und bisher demnächst auch noch wohl weiterentwickeln wird erstmal. Das heißt, tja, es ist wahnsinnig viel zu tun und es wird eben auch dementsprechend ein wenig länger dauern, bis das Game komplett fertig ist. Wir starten jetzt hier erstmal mit dem Angeln. Deswegen sind wir hier. Und man startet in dem Game eigentlich mit einer Route. Ich habe hier schon einige Stunden in dem Game auch schon verbracht. Habe schon ein bisschen rumgetestet. Ich war auch schon live auf Twitch mit dem Game. Da wird es momentan ist es ein bisschen schwierig. Es gibt keine Rubrik. Das Game ist noch nicht draußen. Also es gibt auf Twitch nicht wirklich eine Rubrik dann für dieses Game. Aber wir starten jetzt erst einmal mit dem Posenfischen. Ich habe jetzt drei Posenrouten ausgerüstet. So sieht das aus. Eine werfen wir einfach schon mal raus. Auch hier kann man dann die Tiefe quasi einstellen. Wie tief möchte man angeln? Ich bin hier einfach mal auf einen Meter gegangen. Und dann werfen wir das hier vorne mal aus. Zack. Das war jetzt schon maximal. Und dann ist das auch direkt auf der Maustaste, auf der Daumentaste an der Maus, war das automatisch drin gelegt, draufgelegt, dass da die Route abgestellt werden kann. Hatte ich bei bekannten anderen Games auch immer so gemacht. Ist einfach super praktisch, genau wie ein Zoom. Der ist auch auf der anderen Daumentaste, beziehungsweise auf Z. Fürs Posenfischen natürlich auch super praktisch. Und was ich jetzt hier schon sehr schön finde, das Wasser, es lebt irgendwie, ist es richtig schöne Wasserbewegung drin, diese Ringe da drin, diese leichte Bewegung hier von den Algen, sieht einfach schon richtig, richtig gut aus. Macht einfach schon Spaß, wenn man hier steht und ja, die Posen beobachtet. Wie baut man die Routen zusammen? Die Optik vom Menü, erinnert stark natürlich an Atomfishing, Atomfishing 1, Atomfishing 2. Der Macher von The Fischer Online hat auch diese Games produziert. Von daher gibt es da einfach sehr viele Parallelen zurzeit noch. Bauen wir mal eben oder schauen wir mal eben hier in eine Route rein. Man hat auch hier die Rollen, die man drauf machen kann. Alles einzeln, was man hier verwenden kann. Vorfächer, Köder, verschiedenste Köder. Hier hat man die Routen dann.
Zurzeit kann man 3 Seen besuchen. Wir werfen mal hier die nächste aus. Einmal eben hier den Briesener See. Und die anderen, die zeige ich dann in den nächsten Videos, die anderen Gewässer. Und dann haben wir hier nochmal die dritte Posenroute. Und auch hier wieder abstellen. Beziehungsweise, ich hebe die nochmal eben auf. Hier, zack, auf der 1 sofort gelegt. Guck mal eben hier nach der Bremse. Ja, 2,3 ist okay. Und dann geht, glaube ich, schon was dran. Auf der 3. Da ist schon was dran. Soll ich anschauen? Ja, da ist sogar was dran. Und, oh, oh, oh. Jawohl. Jawohl. Oh, das sieht schon gut aus. Oh, das sieht schon gut aus. Und das ist das Wichtigste, das hatte ich die Tage auch in dem Livestream schon gesagt. Sobald man einen Fisch dran hat, ein junger Spiegelkarpfen. Jawohl, schönes Ding. 1,26 Gramm, 28 Zentimeter. Ja, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Es fühlt sich in dem Moment, wo man einen Fisch dran hat, fühlt es sich sofort gut an. Und das ist ja das Wichtige. Es muss sich irgendwie authentisch anfühlen. Man hat ja nur die Maus in der Hand, aber trotzdem muss man irgendwie das Feeling dafür haben, dass da ein Fisch dran ist, der kämpft. Wenn das da ist, wenn das gegeben ist, macht es schon Spaß. Jetzt in der Situation, wo hier nichts dran ist, fühlt es sich ein bisschen eigenartig an. Man hat jetzt quasi die Verbindung zur Pose über die Schnur, aber es hat quasi keine Auswirkung auf die Pose. Also, ob das noch verändert wird, ist eine gute Frage. Ob das dann irgendwie noch eine direkte, eine realistischere Verbindung wird irgendwann. Gute Frage. Sobald, aber jetzt zuckelt es schon direkt wieder. Ich schlag mal an und ja. Hat auch sofort geklappt. Sobald halt der Fisch dran ist und man diese Anschlagbewegung auch schon macht, zack. Und dann geht es auch schon direkt los. Oh, was haben wir hier? Roach, ein kleines Rotauge. Aber sehr klein. 182 Gramm. Eieieiei. Egal, nehmen wir mit. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Wir brauchen anfangs natürlich auch ein wenig Silber. Ein bisschen Währung. Es soll, apropos Silber, es soll quasi nur Silber geben in dem Game. Keine Gold-Variante, also kein Pay-to-Win. Man zahlt das Game, also wenn es rauskommt, soll das Game 10 Euro kosten auf Steam. Mit der Option auf DLCs, auf Erweiterung, höchstwahrscheinlich dann andere Gewässer, vielleicht noch Routen und sowas alles in der Art. Aber eben nicht, dass man echt Geld einzahlen kann, um dadurch irgendwelche Vorteile zu haben oder andere Items sich zu kaufen. Eine Premium-Variante, davon wurde auch schon gesprochen. Warten wir es mal ab, was dann wirklich noch alles umgesetzt wird. Wichtig ist ja wirklich am Anfang, dass das Game funktioniert, dass es flüssig läuft, dass es einfach, ja, dass es einfach gut aussieht und dass es einfach auch Spaß macht, da zu angeln. Und ja, dass man hier die Fische rauszieht. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut in dem Game. Und da geht's schon wieder weiter auf der 3. Ja. Ja, ja, ja. Oh, der ist aber flott unterwegs. Was haben wir denn da? Ei. Auch nochmal ein Karpfen, oder? Einfach nur ein Carp, genau. Ja, würde ich sagen, sieht aus wie ein Schuppenkarpfen. Jung. Man sieht hier immer so ein bisschen diese Einteilung. Junger Karpfen, das sind halt die kleineren. An anderen Gewässern steht dann da einfach nur noch Carp. Oder manchmal, wenn man wirklich, ich hatte jetzt auch verschiedene Hechte schon rausgezogen, die da richtig hart kämpfen. Die werden dann auch direkt oben groß präsentiert im 5-Kilo-Bereich. Das zeige ich euch gleich nochmal, wie das im Kescher aufgeteilt wird. Man erkennt das so ein bisschen anhand der Farben.
was für ein Qualitätslevel die quasi haben. Und dementsprechend, wie viel die von der Währung dann bringen. Hier sieht man das auch. Einfach weiß geschrieben, kein Sternchen dran, also kein Häkchen dran, kein maßiger Fisch. Aber auch die bringen dann ein wenig Silber noch ein. Ja, 120 Silber habe ich wieder zusammen. Ich hatte schon einiges an Routen auch schon gekauft. Wobei die zurzeit noch wahnsinnig günstig sind zum Testen. Das wird sich natürlich alles noch geben. Diese Testvariante des Games zielt ja eigentlich nur darauf ab, dass man erstmal hier irgendwelche Bugs findet und ähnliches. So, testen wir nochmal hier auf der Route, auf der 1, da bist gerade die ganze Zeit nichts. Hier haben wir jetzt gerade unten sehen, dass da der Maisköder dran ist, Korn. Das Game ist zurzeit noch auf Englisch oder auf Russisch. Dann machen wir da mal Erbsen dran. Und ich glaube, das ist schon wieder auf die dritte Route schon wieder runter. Ja. Absetzen. Auf die 3. Und kriegen wir den? Ja, kriegen wir noch. Es kann durchaus passieren, dass beim Anschlagen, beim Einkurbeln, dass gleich auch irgendwann im Laufe der Aufnahme noch irgendwo einen Bug passiert. Dann starte ich einfach das Game komplett neu. Das ist das Schöne, man startet innerhalb von 500 Gramm. Man startet innerhalb von, ich sag mal, keine 30 Sekunden ist das Game komplett gestartet. Und man steht an der gleichen Stelle, wo man ausgeloggt hat, steht man einfach wieder. Man muss nicht, wenn man mal kilometerweit vielleicht gelaufen ist, um den See herum, wieder vom Anfang an wieder dahin laufen, nur weil es gerade irgendwie verbuggt war. Nein, man steht einfach da, wo man sich ausgeloggt hat. Auch am nächsten Tag noch. Wahnsinnig praktisch. Richtig gut. Ich glaube, auf der 3 zuppelt es gerade schon wieder. Die 2, die fehlt mir hier aber gerade. Ah ne, da kommt sie wieder hoch. Da ist sie gerade wieder. Und da ist sie. Jetzt machen wir erstmal die 2. Da hatten wir so eine. Also, da war jetzt gerade nichts dran. Da war jetzt gerade nichts dran. Hier warte ich aber jetzt nochmal ein bisschen ab. Und hat schon gehakt. Auch mit Shift das etwas schnellere Einkurbeln. Oh, da haben wir was anderes. Eine Brasse? Ein Giebel? Ein Giebel. Ja, schön. Also von der, wie gesagt, von der Optik echt gut gemacht. Echt gut gemacht. Der Glanz da drauf, die Färbung. Einfach geil. Sieht einfach gut aus. Richtig schön gemacht. Den schmeißen wir wieder raus. Auch hier manche Sounds. Bei manchen Sounds, das ist dann auch irgendwie... Das passt alles. Aber manche Sounds, die passen dann auch nicht so richtig. Die lassen wir jetzt gerade noch mal ein bisschen stehen. Und ich gehe einfach mal eben ein paar Meter nach hinten. Hier sehen wir noch die City sozusagen. Ja, den Angelshop, beziehungsweise hier, das ist sowas wie einen Fischmarkt. Hier können wir quasi die Fische verkaufen, der Angelshop. Und darüber reisen wir dann quer durch Europa zu den verschiedenen Angelspots. Da gehen wir jetzt mal Stück für Stück hin. Ich habe ja hier unten rechts, habe ich ja schon ein paar, da sieht man das Fischnetz, ein wenig gefüllt. Das heißt, ein paar Fische sind schon mit drin. Mit E. Hier haben wir... Ah, genau. Der Giebel zum Beispiel hat ein grünen Stern dran. Ist also ein maßiger Fisch. Nicht überdimensional groß, aber immerhin maßig. Und ja, trotz allem die kleineren hier, die kleineren Karpfen, bringen sogar noch mehr Silber als hier jetzt der maßige. 6 Silber und 90. Kratsching. Die verkaufen wir jetzt erstmal. Und dann gucken wir gerade nochmal hier rein in den Shop. Und da geht es los mit den ganzen verschiedenen Ködern. Man sieht hier oben
die grünen Zahlen. Ich habe mir einmal sämtliche Köder gekauft, die man sich kaufen konnte anfangs. Einfach nur, um es zu testen und um zu sehen, welche Fische beißen halt auf welchen Köder. Gibt es da wirklich Variationen? Ja, die gibt es. Das hat man jetzt schon mit drin. Dann gibt es die Kunstköder. Auch hier sieht man, ich sag mal so, schon die wichtigsten Informationen. Wie schwer ist der Kunstköder? Da muss man natürlich auch wirklich drauf achten, wie ist die Tragfähigkeit der Rute, wie ist die Tragfähigkeit der Schnur, auch hier, wie viel wiegt dann dieser Kunstköder. Und dann gibt es unter den Ködern auch noch wieder verschiedene Variationen. Das heißt, wenn man jetzt hier einen Spinner zum Beispiel nimmt, sieht man hier Attraktivität, liegt hier bei 90%. Wenn man hier auf den grünen geht, dann ist da die Attraktivität bei 100%. Der blaue hat 110 und hier haben wir einen lilanen, der hat 120%, also der triggert hart. Diese Variationen, die sind hier überall mit drin. Und an verschiedenen Gewässern gibt es auch noch verschiedene Köder. Wird spannend. Ich habe zurzeit 1, 2, 3, 4. 4 Köder habe ich zurzeit. Demnächst werde ich mir mal den Frosch leisten. Allerdings brauche ich dafür erstmal eine Rute, die auch 25 Gramm werfen kann. Und wenn wir dann hier bei den Spinning Rods sind, ich habe zurzeit diese hier, hat jetzt 0,03 Silber gekostet. Ist halt jetzt am Anfang, diese Basisruten kosten halt so gut wie nichts. Aber dann hier am Ende die hochwertige, hier sieht man so ein bisschen, leider so schwarz auf grau, aber hier sieht man eben das Ködergewicht von 15 bis 30 Gramm. Das ist damit gut zu werfen, also die wäre dann halt ideal für den Frosch. Und wenn man dann schon eine Rute hat mit 15, hier sind auch noch ein paar kyrillische Buchstaben mit drin, KG, also mit 15 Kilogramm Gewicht oder Tragfähigkeit, da muss man natürlich auch noch eine passende Rolle haben. Da hadere ich jetzt, ob ich jetzt die nehme mit einer Bremskraft von 12 Kilo oder 10 Kilo. Die hat trotzdem hier mehr Power. Ich werde sie wahrscheinlich Stück für Stück beide kaufen und ausprobieren. Und hier sieht man auch die Schnüre bis hier bis 12 Kilo, beziehungsweise hier 15 Kilo. Genau, verschiedene Haken. Hier haben wir das, was ich gerade schon angesprochen habe. Ich habe 3 Haken im Kescher, im Koffer sozusagen. Kann allerdings nur dieses Fältchen, dieses Bündelhaken nur einmal zur Zeit verwenden. Aber das sind halt noch so kleine Bugs. Auch hier bei den Posen ist das ähnlich. Beim Blei ist es übrigens nicht so, beim Vorfach auch nicht. Und da sind die Netze. Genau, also ein paar Basics sind alle schon mit drin. Es ist noch nicht wahnsinnig viel. Boilies hatten wir hier. Kunstköder hatten wir hier. Das sind die Feederrouten, die Spinningrouten und die Posenrouten. Genau, bald Level 6. Und ja, es geht schon gut los. Es macht schon Spaß. Es hat jetzt schon einen schönen Suchtfaktor. Kann ich wirklich bestätigen. Es triggert schon hart. Und gerade das Spinnenfischen macht mir ja besonders viel Spaß. Gerade so auf Hecht und so. Es geht schon gut ab. Gucken wir mal eben auf die Übersichtskarten. Einmal mit M haben wir hier jetzt komplett das Gewässer. Den Briesener See. Man sieht hier oben noch so kleine Komponenten von Atomfishing. Also ich denke, das wird einfach 1:1 übernommen worden sein für den Anfang. Da gibt es aber mit Sicherheit noch so Variationsmöglichkeiten. Man kann hier, wenn man hier draufklickt, Schnellreise machen und landet sofort quasi wieder in der Base, egal wo man ist. Deswegen ist es auch nicht so tragisch, wenn man an dem gleichen Spot einfach mal ausgelockt hat und am nächsten Tag wieder einloggt und erstmal vielleicht seinen Kescher leer machen will. So, und dann gibt es natürlich auch noch hier das Fahrzeug, den Wagen. Und da gibt es dann richtig viel zu sehen. Wir haben hier eine Base
eine Location in Frankreich. Die ist leider noch nicht frei. Hier oben, was ist das? Venetien müsste sein oder Friaul. Auf jeden Fall oben in Norditalien. Das ist ja hier. Ja, hier unten, das müsste ungefähr grob Bordeaux sein. Genau. Genau, da haben wir den Briesener See. Das hier ist das Kasachstan? Müsste eigentlich, ne? Und dann sind wir hier mitten in Russland. Also diese beiden Gewässer sind eben zusätzlich schon zu bereisen. Die schauen wir uns auf jeden Fall noch an. Und dann hier ganz weit im Osten haben wir auch noch was. Wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also es gibt, wenn man jetzt die ganze Map jetzt sieht, oder quasi ganz Europa, und wie viele Möglichkeiten, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also viele, viele Erweiterungsmöglichkeiten natürlich. Richtig, richtig geil. Freue ich mich drauf. Oh, das war jetzt hier doppelt. Gehen wir nochmal raus. Und wir rennen nochmal eben eine Runde hier um das Gewässer. Schauen uns das nochmal ein wenig an. Irgendwas ist hier schon passiert. Es ist, okay, ist nichts mehr dran. Hier auf der 3. Da haben wir so einen kleinen Bug-Effekt hier. Das heißt, oh, auf 63 Meter. Oh. Na, vielleicht doch noch, doch kein Bug. Vielleicht kriege ich ihn doch noch reingezogen. 63 Meter Schnur war draußen von 80 Meter. Oha, das hatte ich auch noch nicht. Okay, doch. Und hier fliegt gerade ein wenig die Pose durch die Gegend. Das passiert eben auch manchmal. Zack. Ja. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten, die eigentlich bisher eher noch ganz nett sind. So, bewegen wir uns noch einmal eine Runde hier um das Gewässer. Schauen uns das noch mal ein wenig genauer an. Man kann eigentlich überall hier angeln. Es gibt keine Stellen, wo man nicht wirklich hinkommt. Es gibt ja auch hier in dem Gewässer etwas tiefere Stellen. Das heißt, wenn man hier dann mal mit der Fiederroute unterwegs ist, macht es vielleicht auch Sinn, dann vielleicht direkt in die etwas tieferen, in die tieferen Stellen zu werfen. Von den Fischen her hatte ich hier schon Rotauge, Rotfeder rausgezogen. Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen, Forellen, Saibling, Hecht, Brasse. War's das? Also auch hier in diesem Seitenarm, auch hier kann man auch angeln. Da war ich ja schon ganz überrascht. Man kann hier so ein bisschen weiter reingehen. Ah, ist jetzt hier Ende? Genau. Genau, man kann hier. Also, Wahnsinn. Man fängt hier auch was. Also, es ist nicht nur Deko und man kann da was reinschmeißen, sondern es ist auch bissig hier. Oder hier von der Brücke aus. Funktioniert alles. Richtig gut gemacht. Und wie gesagt, von den Fischen her. Je nach Größe des Fisches merkt man auch wirklich, dass die Ruten gut in die Eisen gehen. Man muss richtig hart, man muss ein bisschen mit der Bremse natürlich auch spielen, dass man die nicht wieder zu weit oben hat. Wobei abgerissen ist mir bisher noch nichts. So, rennen wir nochmal ein bisschen weiter. Es soll ab und zu noch Stellen geben oder an manchen Zonen. Sollen manche Fische noch nicht irgendwie, also es sollen Fische an manchen Zonen einfach noch nicht implementiert sein. Das heißt, dass es schon vorkommen kann jetzt im Moment, dass man quasi irgendwo einfach mal nichts fängt. Ob diese Ringe hier wirklich was zu bedeuten haben, dass da Fische sind, das ist eine gute Frage. Oder ob das einfach nur lebendiges Wasser irgendwie zeigen soll, dass da irgendwelche Fliegen oder so drauf rumhüpfen. Blasen aufsteigen und ähnliches. Hier hinten kann man dann nochmal verkaufen, wenn man mal auf der anderen Seite ist und nicht immer rüber rennen will oder reisen will. Das ist auch schon mal ganz gut.
Hier ist gerade so eine buggige Geschichte, hier kann man drüber laufen und dann landet man oben in der Luft und kommt nicht mehr runter. Aber auch das hier ist echt ganz gut gemacht. Hier an der Kante. Hoppala, da hatten wir gerade wieder so einen kleinen Bug. Ich bleib mal hier schön mittig. Und ich glaube, ich werfe hier vorne noch mal ein bisschen rein. Und dann schauen wir mal, ob hier noch was geht. Oder vielleicht eher von da drüben. Ja. Von der Tiefe her 4 Meter, das sind 2 Meter. Na, ich sag mal, so ein Meter müsste schon reichen, ne? Genau, absetzen. Den Teig. Und hier treibt es auch ein wenig, jawohl. Hier ist also auch Bewegung mit drin. Eins, zwei, drei. So, und dann gucken wir nochmal, was wir hier rausziehen können. Und, ja, beim nächsten Mal oder bei den nächsten Videos geht es dann eben auch um die anderen Angelmethoden. Da angeln, hoppala, auf der 3 wieder. Und da haben wir was dran. Und ein Bug. Das ist ein klassischer Bug. Da kommen wir jetzt gerade eigentlich nicht mehr von raus. Die ausgeworfenen Meter werden nicht mehr richtig angezeigt. Man kann nicht mehr einkurbeln. Passiert. Ist nicht ganz so tragisch. Ist ja, wie gesagt, alles noch in der Pre-Early Access-Variante. Es gibt noch wahnsinnig viel Zeit, um diese ganzen Bugs zu beheben. Und da geht gerade die nächste Pose unter. Und da haben wir was dran. Aber auch hier, ja, auch hier buggt es gerade. Okay. Ja, und da ist er wieder, hat er losgelassen. Wenn das soweit ist, ist das für mich immer ein Zeichen, das Game einfach komplett neu zu starten. Ich fange wieder von vorne an. Ich stehe quasi dann immer hier an dieser Stelle, wo ich gerade ausgelockt habe. Ist also quasi dann nicht so weiter tragisch. Und dann geht es aber wieder von vorne los und in der Regel funktioniert es dann auch wieder einwandfrei. Das soll es erstmal gewesen sein für den ersten Eindruck von The Fischer Online. Ich freue mich wahnsinnig auf das Game. Ich bin echt gespannt, was da noch kommen wird. Es sieht, wie gesagt, jetzt schon richtig gut aus. Es macht einfach jetzt auch schon Spaß. Auch mit diesen kleinen Fehlern. Absolut okay noch. Ja, und wenn es dann Ende des Jahres da ist, dann geben wir Vollgas. Wenn dir das Video gefallen hat, Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann gibt es ja in den nächsten Tagen direkt das nächste Video zu The Fischer Online. Bis dahin, tschüss.